Könnte auch ein Oberteil sein, weißt du? Mit allem außer scharf. Warum nicht scharf? Scharf mag ich nicht. Weil du schon scharf genug bist? Da. Hallo? Da. Oh, du hast perfekt gut in den Rhythmus gemacht. Ja? Wir können es zusammen in den Rhythmus machen. Ja. Hast du es mal gemacht? Was? So eine Dusche? Nein. Hätte ja sein können. Welche hast du es ausprobiert? Keine Ahnung. Hast du es schon mal gemacht? Nö. Ja, ich bin untergewichtig. Heißt nicht, dass ich keinen hab. Aber wenn du untergewichtig bist, hast du noch nicht so welche Brocken. Yeah. Ich glaube, du spinnst. Gib Snap, ich zeig dir. Bin ich so ein? Ich hab's verstanden mit nicht nur abwischen, auch ab. Wenn du dick bist, was bin ich denn? Doof. Nee, da war's nicht. Hallo? Hi. Alter, ich hab da gerade ein Kaninchen gehört. Hä? Nein. Das war sie. Das ist was so. Das war sie. Ich finde die Bilder im Hintergrund total geil. Dankeschön. Ich finde das auch geil. Oder macht mich das? Nein, ich finde das geil. Kann kein Deutsch. Inalat? Ich bin Männerfetisch. Ich stehe auf Männer. Das war ein Spaß, bin ich. Was arbeitet ihr? Kindergarten. Oh ja, da würde ich auch einen Job nehmen mit den Scheißern. Habt ihr schon mal ein Kind weggetreten? Nein. Ja, ich schon. Wahrscheinlich bin ich deswegen rausgeflogen. Ey, was ist Spaß. 1 bis 10, ihre Schwester, eine 10. Nee, meine Hasen, das ist mit einem Angst. Willst du mal einen echten Hasen sehen? Nein. Ich bin kein Futtersteller. Was? Was? Deine Hose ist nass. Du stehst auf BDSM oder was? Natürlich, weißt du doch. Ah! Du nicht? Na klar, werde oh ja, nicht. Super, fessel mich. Ich bin im Keller, Digga. Der Mann ist im Keller. Kommt Claudia von Clown? Weil nein. Du hast mir mein Herz gestohlen. Warum zeigst du mir deine Nippel her? Einfach so, weil ich dachte, du machst jetzt nach. Ich kann dir meinen Penis zeigen, wenn du... Bitte. Endlich. Endlich frag mich. Weil dann krieg ich ja auch Spiellust. Ich spiel ja auch. An dir selbst? Gut, das hättest du noch dazu. Ich bin zufrieden damit. Das redet mir auch die ganze Zeit ein, dass ich mit meinem Penis zufrieden bin, aber... Es ist einfach nur gelogen. Da hat er keinen Platz zum Schlafen. Alles gut. Das ist nur Schein, das ist Greenscreen, das ist nicht echt. Du? Zeigst mir jetzt deine Füße. Digga, das ist so ein Typ-Arsch, Digga. Das ist so ein Männer-Arsch. Ey, das ist schon mal hier vorbei reingefallen, mein Lieber. Ich kenne Männer-Arsche, aber ich stehe auf Männer-Arsche. Ich habe gerade einen richtig saftigen Männerarsch gesehen, du weißt nicht. So einen richtig, richtig saftigen Männerarsch. Also wirklich so ein... Weißt du, das ist so... Junge, willst du mir irgendwie deine Brüste zeigen, oder was? Scheiße, wie viel Ohr haben wir? Ja, leck meine Eier. Ah, voll Frauen, ich habe Angst. Oh, sorry, ich habe zu laut nachgedacht. Ja. Seid ihr volljährig? Ja. Ja, voll Frauen! Hast du Katzen? Mhm. Ich bin ausgezeichneter Pizza. So eine andere Brille? So riesig. Ich wünschte, etwas an mir wäre so riesig. Aber warum hast du eine Stange und bist minderjährig? Ich hab die seit ich 10 bin. Ich glaube, deine Eltern wollten dich rekrutieren. Nee, ich hab die wirklich seit 7 Jahren jetzt fast. Ja, das ist egal. Das kommt einfach. Aber deine Eltern haben dir mit 10 einfach eine Stange auf den Kopf. Ach, ich kann dich auf meinen Kopf haben. Oh. Ah, nicht im sexuellen Sinn. Das meine ich nicht. Ja, weil die wollten, dass du eine... Hm? Nein, deswegen ist man das hier auf dem Sportbad. Das ja. Ist eine Sportart. Ja, für 10-Jährige auf jeden Fall. Wie alt seid ihr? Ich bin 18, 21. Ich will dich auf meinen Kopf haben, aber so im Sinne. Nein, war ein Spaß. So ein Joke. Ihr habt einen Spaß gemacht. Schimmer. Mir hat vorhin ein 10-jähriger Junge gesagt, ich gebe dir einen 10er, wenn du mir deine zeigst. Digga, der war 10 oder 9. What the fuck, wo ist deine Mutter, Alter? Easy 10er, ich hätte gemacht. Bist du jeden Tag hier, gell? Schon seit 5 Jahren bist du, glaube ich, jeden Tag hier. Jan, sag doch Hallo zurück.
Ich warte auf ein Hallo. Du, ich warte auf ein Hallo. Wie soll ich dich nennen? Du kannst mich nennen, wie du willst. Entweder du nennst mich Florina oder Andrea. Kleine Nein, sorry, ich war kurz in meinen Gedanken. Du bist so weit nach vorne gewesen. Ich hab's gesehen. Ja, ich sehe es jetzt, aber ich meine nur. Danke. Musst du aufpassen, weil hier sind viele, die sich einwedeln. Dankeschön, das ist lieb von dir. Das reicht denen schon. Mir reicht das auch. War ein Joke. Warten wir jetzt darauf, dass ich meine Hose wirklich aussehe, nee. Oder? Nee. Hier immer um 3 Uhr. Meine Taktik ist jetzt, bei dem Deutschlandspiel jetzt gleich zu gehen in der Zeit. Nee, ich will schon. Ach so. Kannst du ja mit meinem Band spielen? Ich habe mein Highlight des Abends bis jetzt. Wie, habe ich jetzt nicht als Highlight gereicht? Nee, noch nicht. Ach so, muss ich mich erst. Das musst du auch machen. Weiße Fußnägel. Nee, tatsächlich, diesmal nicht. Welche dann? Blau. Blau? Ja, so Babyblau. Aha, ja, erzähl weiter. Finger so lang. Hä? Ich habe allgemein lange Finger. Ah. Du bist mein Junge, hör auf, das Ding wie zu lutschen wie. Digga, nimm's doch in den Mund und isst es. Was soll denn das? Deck doch nicht ab. Was ist das? So macht's mehr Spaß. Willst du mit uns Star Stable spielen? Was ist jetzt eine ernst gemeinte Frage? Ja. Ja, endlich mal den Gefragt mit dem. Ich hab dir immer gesagt, ich sag's immer wieder, es geht nicht um die Länge, es geht um die Technik. So, bist du gut in der Technik, brauchst du auch keine gute Länge. Und in beiden versage ich dermaßen. Bin ich zu weiß für Oma? Was das? Ob ich zu weiß für Oma bin? Nee. Wieso? Würdest du mich? Warum machst du jetzt so? Du. Oh, Tupac oder was? Ich kann deine Rückbank Uhr sein, wenn du willst. Wo? Oh, gerne. Macht ihr euch da gerade einen Pferdeschwanz? Nein, es liegt so. What? Ich wünschte, ich hätte einen Pferdeschwanz. Sorry, ich will den Rauch nicht in mein Auge bekommen, weißt du? Ja. Ich würde gerne andere Sachen im Auge bekommen. Ja. Verstehst du? Ja. Nicht jeder 18-Jährige fährt mit einem Tesla, weißt du? Ich fahre eigentlich keinen Tesla, immer noch. Ja, sorry, das Auto fährt selbst, habe ich schon verstanden. Sorry. Nein, das weißt du nicht. Alter, was ist das für ein Ding, Junge? Das ist ein Ball? Nee. Ja. Was macht man damit? In den Arsch stecken. Bist du gut im Bälle treten? Ja, super. Kannst du meine treten? Auf keinen Fall. Was für Kategorie bist du so? Boah, rate. Du wirst niemals drauf kommen. Ich glaube Lesben. Junge, wie gut. Wie kamst du darauf? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach geraten, weil ich das selber schon hörte. Woher hast du deine Lampe? Es geht dich ein Furz an. Ich furz dich gleich mal an. Furz mich an. Ich hab ein neues Tattoo. Ja, an deinen Füßen. An meinem Bein. Ja, zeig. Ist ja darunter nicht eigentlich kein BH an? Wegen diesen, weil das ja weißt du, weil, also no joke, weil das so kacke aussieht, weil hier ja nochmal, noch, also ich meine, hey. Nein, weil das hier nochmal so ist, weißt du, wie ich meine? Also ist ich egal. Ich bin. Ich mache meine Haare drüber. Das ist fein. War ein Spaß. Du musst aufpassen, nicht, dass dein Knie springt, wa? Deine Kniescheibe rausfliegt. Nein. Du bist ein älter. Hey! Ich mag keine Füße. Du musst ja auch keine mögen. Deine Füße werden ja von anderen Leuten geliebt. Ja. Wenn doch so eine random Person zu dir sagt, dann ist das so, Bin ich random? Nee, aber er, du hast... Kannst du mir einen ab... Nein, das ist nicht hier. Sei normal. Hä, hey, warum ist das nicht normal? Ja, weil das Kacke ist hier. Siehst du eh nur... Wo bist du denn hier? Zu sehen. Sonst, was geht? Was ist das für eine scheiß Frage? Gar nichts, sonst wäre ich ja nicht hier, oder? Also, das ist eine dumme Frage, ja, ja. Ich weiß nicht, was ich fragen sollte. Wie sieht dein aus? Ist deine Mama Single? Nein. Oh. Komplizierte Sache. Ganz kompliziertes Ding. Ja, diesmal frage ich für mich. Stell dir vor, ich Stepdaddy und so. Oh, Stepdaddy, help me, I'm stuck. Scheiße. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, ich liebe dich. Ey, das ist Deutscher, lass mal, das ist Deutscher. Junge, was ist denn er an seiner Wand? Ist es jetzt schlimm, wenn ich kein Deutscher bin? Nein, das ist ein Frauner. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Geil, Digga, geil. Boah, jetzt bist du der größte Macher, Junge. Ja. In welche Richtung dreht man eine Pfeffermühle? Nach links oder nach rechts?
schon in die Kamera machen. Nein, nein, alles gut. Ja, doch, doch. Are you lesbian? It's just yes. Yes? Irgendwo unterm Bett und der Stein ist so klein. Das ist nicht gut. Ich kenne auch genauso was Kleines. Ja, das Ding in deiner Hose. So sieht es nämlich aus. Ja, siehst du? Ja, da ist eine halbe Frau. Ist das jetzt schlimm? Nein, das sieht voll cool aus. Ja, wir können auch in meinem Bett sein. Oh Gott. Freust du mich auch die ganze Zeit, wenn du sagst, Nein. Du willst mit deinem Fuß in meinem Mund? Nein, dich nicht. Toki. Are you over 18 or under 18? Not, I'm over 18. Cool. And your friend? This is my child. This is my baby. I have proof that it's my child. Look at this. Yeah, I don't see a proof because you look like Asian and... Are you pregnant? For real? Yeah, I'm pregnant. Look. Man könnte auch rein theoretisch sagen, also guck mal, würde sie jetzt so liegen, okay? Ja. Das ist ja Schere. Man könnte ja rein theoretisch auch Radiergummi. Du machst so und dann rubst du wie so ein Radiergummi. Ja. Okay, musst du deine... Egal. Zeig einfach deine... Okay, let's. Ja. Ah, kurz gehofft. Jetzt bin ich gekommen. Das sind die... Hör auf zu... Sag ich ehrlich. Ja, bitte. Kann ich einfach als Ablenkung dafür dann deine Lippen spüren? Du hast gesagt, einen Stift in der Hand halten macht schlau. Du musst dich halt schlau fühlen. Bin ich ja jetzt auch, weil jetzt habe ich einen Stift in der Hand. Dann können wir uns ja jetzt küssen. Ich bin nicht bi, ich bin lesbisch. Ehrlich? Wirklich? Nein. Schade. Warum? Schade. Ich hätte die Drehen aufnehmen können. Ja, gute Weltansichten. Gute Welt? Ich habe gute Weltansicht. Ich finde deine Landschaft, finde ich, atemberaubend. Warte mal, Chat, Alter. Was soll ich machen? Lies doch. Was ist denn Ratte? Achso, Raid, ne? Was? Ey, Mann, das ist gemein. Das ist eine krasse Einladung. Ein Snap. Nick. Hör auf. Ich will unsere Beziehung nicht mit einer Lüge beginnen. Du hast unsere Beziehung verloren. Ich hab einen kleinen Ja. Es wird Zeit, deine Glocken auch läuten zu lassen. Wann hast du Geburtstag? Am 1.2. Ja? 1. Februar. Ja! Was schenkst du deinen Eltern zu Weihnachten? Hab auch nichts. Wie wär's mit einer Schwiegertochter? Ich kann nichts. Oha! Kannst du aufhören, deine Hände so zu verschrecken? Ich muss die ganze Zeit deine P***e schauen dann. Warum lügst du? Ich dachte, wir sind ehrlich miteinander. Dann kann ich auch sagen, dass es nicht pink ist. Es ist grün mit orange. Würde ich mir mal Gedanken machen, ob du vielleicht einen Pilzeffekt hast. Nee, du. Das ist aber kein Gitterkartoffel. Chicken Nuggets. Habe ich auch in meinem Kühlschrank. Mit süß, aber ist auch so. Die habe ich weggeschmissen. Weil wenn ich dich habe, brauche ich ja nur noch Saures. Mich haben viele auch Mami genannt. Viele denken, ich bin auch eine Mutter. Aber 30 bist du nicht. Du bist doch nicht über Mitte 20. Nein, ich bin 22. 2 Jahre. Holy. Kannst du aufhören, deine zu fassen? Ich muss arbeiten noch, Junge. Was hast du gesagt, Theo? Mach deine Beine auf. Nein! Doch, er hat recht! Willst du später Model werden oder so? Nee, das ist nicht so freizügig. Handmodel. Findest du? Ah, okay, und? Doch nicht. Mach die Dinger wieder runter lieber. Digga! Ich hab meine schon oft genug hier gezeigt. Auf Oma? Nee, mein Stream. Auf Oma zeige ich immer mein Loris. Trau mich nicht. Ehrlich? Willst du die Erste sein? Nein. Ah. Das schon. Warum bist du halt so süß? Hast du sagst du, dass ich süß bin? Ja, vom Regen her. Frau! Weißt du auch, wer der Babu ist? Ich weiß nur, wer der Marabu ist. Und wer? Der Marabu, der macht das auf und zu. Das findest du lustig, wa? Die wird gerne. Alter, ich wünschte, du würdest so am Ende spielen. Können wir aber lachen? Ja, aber wie hat sich da nichts geändert? Warum lügst du? Ich schau kein Live. Also ich klicke immer überall dran. Dann bleibe ich 10 Minuten drinne und dann gehe ich wieder. Dann nutze ich meinen.
Warte, ich sehe gerade gut aus. Ich muss Screenshots machen. Okay. Hallo, nein. Stopp, das geht zu weit. Aber du bei mir oder was? Ja, hey, mit meinem Ding. Was? Recht auf gar keinen Fall. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. War meine Haare. Hallo! Mann, nein, sie wollte ihren Rücken zeigen. Ja, ja, alles gut. Hab weggemacht mit Hand. Ich hab nicht auf die Haare geschaut. Naja, also, ich hab bedeckt. Das war nicht so gemeint. Ich hab bedeckt. Wäre das unsere Notfalloption? Auf einmal ist es. Das ist kein Dirty Talk. Ich kann kein Dirty Talk. Kannst du flirten? Nein. Okay. Ja, das einfach raus, mach schon den Rest, alles gut. Da hat sie doch ein, um die Coach einzuweihen. Meine Einsamkeit. Aber ich hätte, glaube ich, schon mal Bock mit dir. Also nein, nicht. Ah, sie mit mir, Jungs, was soll ich machen? Aber du hast aber auch so ein Outfit an, wie so auf so einem im Pferdestall. Weißt du, wie ich meine? Digga, das ist ein Jeans-Oberschein. Oh, schrubb mein Becken. Hau mal jetzt einen guten TikTok-Tanz raus. Einen schnellen, auf gediegen. Warte, ja. Mach. Ich was? Weißt du, was ich heute mit dir mache? Doch. Das war's. Du stehst auf... Ich weiß es ganz genau, du bist eine Dreckige. Sowas von. Guck mal, sie dreht sich hinten schon um. Du sollst wieder. Von hinten. Du Dreckige! Könnt ihr das sagen? Familienfreundlich und so, Jungs, ihr wisst Bescheid. Ah, nee, macht keinen Sinn, ich hab über geredet, ne? Hat man das gehört, was ich gerade gesagt habe? Nee. Okay, gut. Zum Glück hast du nicht gehört, dass ich über geredet habe. Ach so. Ah, nee, jetzt hab ich's gesagt. Wollen wir bis zu unserem Verfallsdatum zusammen sein? Es ist wenigstens mal was Durchdachtes. Du hast genickt, also war das ein Ja. So eine ernste Frage. Oh, sorry, hallo. Ich muss kurz meinen Autismus. Weißt du, ich hab so... Wir haben ja auch Autismus! Nein. War Pinky, bitte. Dass du nicht streamst? Ah, oh, danke. Ich glaube, willst du was anderes Pinkes sehen? Ich meine mein Poloch. Okay. Das hochladen. Man sieht nicht viele Mann. Das ist ja, können wir die überspringen, wo du angezogen bist? Nein. Wusstest du, dass Berlin ein Bundesland ist? Ist kein Bundesland. Mach immer meine Sch. Ich hab 10 Euro bekommen dafür, dass ich meine zeig. Tschüss, ey, du. Jetzt zeig. Leck meinen Arsch. Okay. Was meine Lieblingskategorie ist, also wo ich letztens war, BBC habe ich glaube ich angeschaut. Ja, ich schau mir auch mal BBC an. Sicher? Ja. Okay, wenn du recht hast, dann zeige ich mein Polo. Was? Nein, die sind nicht weiter. Ach doch, sind sie, scheiße. Oh nein, jetzt muss ich mein Polo zeigen. Glaubst du, du bist ein Mensch, der viel analysieren kann? Analysieren? Manchmal stehe ich einfach auf und hole einfach mein Ding-Dong raus. Ah, dafür kann ich nichts. Hör auf. Mal, vielleicht doch. Ist das Peppa Pig, oder? Das hier? Nee. Ja, okay. Weil ich dick bin, oder was? Nein, aber weil die Brille... Ah, ja, weil ich dick bin. Das ist fettphob. Erwischt. Warum hast du aber eine Kette, wo Baby draufsteht? Keine Ahnung, die habe ich immer selber gekauft. Ich fand's cool. Ich kaufe mir auch eine Kette mit Daddy drauf. Zukommen und für mich zeichnen. Ich dachte, wenn du schon darauf so angesprochen hast. Ja, aber ich würde dich jetzt nicht als Frau betiteln. Da ist viel reingepasst. Passt bei dir auch viel rein? In die Tasse auf jeden Fall. Ich nehme nicht viel Platz weg. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass du in diese Tasse reinpasst. Nee, nicht ich. Okay. Ich habe ein Pferd, ich habe 2 Katzen. Oh mein Gott, das ist eine reiche Mami. Nein. Ist sie Single? Nein. Scheiße. Ja, alles gut, ich übernehme trotzdem die Daddy-Rolle, wenn du möchtest. Weißt du, was macht Spaß? Keine Steuerzahlung. Das finde ich jetzt ein bisschen respektlos, dass du mir das unter die Nase reibst. Alles gut, ich bin Steuerhinterzieher. Halt Spaß. Warum macht ihr nicht so Frauensachen? Warum machst du nicht so Männersachen? Genau. Nein, ich suche hier eine nackte Frau, um zu wichsen. Spaß, one joke. Von Spaß. Oh. Ja, das sind doch Männersachen. Dieses Stöhnen? Was für ein Stöhnen? Nein, ich hab's nur genießt.
Calm down. Komm runter. Zwischen deine Beine. Dann ich schmeiß beim vierten Holy so einen Emulator weg. Und dann krabbelt er auf einen Vieren, Digga, den 100 Meter. Was für ein Tier würdest du mich einschätzen? Als eine Spinne. Um eine Spinne? Angst hast du schon. Du machst mich fertig. Und ich war noch nicht mal drin. Oh mein Gott. Okay, wer von uns ist rechts? Weiß nicht, wie eure politische Einstellung ist, aber... Ich seh die Schleimspur. Weil du bist? Jo. Keine Worte mehr. Ich auch nicht. Oh. Ja, was soll ich jetzt sagen? Cool, schön für dich. Du sollst jetzt einfach deine Socken ausziehen. Wow! Das ist ein bisschen respektlos. Ich sollte dir einfach mal ins Gesicht treten. Ja, komm doch. Auf dir, in dir? Was machst du eigentlich außer streamen? Ich meine jetzt eher mehr so hobbymäßig, außer... Oh, was ist dein Hobby? Dann habe ich keine Hobbys. Ich habe gesabbert. Alles gut, ich sabber auch, wenn ich deine Füße sehen würde. Hast du Depressionen? Nein, eine Freundin wollte mein Oma übernehmen. Clara, du bist dran. Okay, Max, lecken. Ja. Das ist eine gute Frage. Machst du deine Schuhe immer noch an? Ich habe einen weißen Teppich. Ich hatte die ganze Zeit an. Yeah. Alles gut, ich mache ihn wieder weiß. Erzähl mir weniger. Ich soll dir weniger erzählen. Ja. Wir können auch aufhören zu erzählen und dann lasse ich das dich spüren. Er gibt sein Bestes, das muss man nicht machen. Da musst du einfach das Nutella flüssig machen und dann reinhängen lassen, weißt du? Schokoeier. Hättest du gern ein paar Schokoeier von mir, wa? Nee, alles gut. So. Schon mal Schokoeier im Mund gehabt? Haseneier. Was ist bei dir jetzt? Du bist auf einmal Schwein geworden. Ich dachte, ich bin der hier. Sehr schöne Pflanzen. Dann können meine weiteren zwei Babys werden. Oh Gott, bitte hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Das war nur ein Spaß, ne, mit Humor und so. Alles gut. Ich würde dich... Das war ernst. Mit 21 Auswahlzeugen. Wo ich 18 war, musste ich nicht. Wo 19 auch nicht. Das kam erst ja, durch hallo, 20 mit 21 ist es ja noch okay. Ich bin 28. Zeig ich doch, du bist... Ja, ist doch geil. Ich wollte dich fragen, ob du schon mal ins Auge wurdest. Tatsächlich nicht. hätte ja sein können. Also weißt du, weil ich schon. Wie? Mein Vater. Zeig mal deine Rüstung. Kannst du ja lutschen. Vergleichen, okay? Jetzt verbinden wir uns, wie ich mich mit meinem und deinen. Sorry. Warst du nicht dem Füße? Nein. Ja, nee, ich war jetzt die Oma. Irgendwas schickst du dem. Ich finde also. Omas hot. Zeichensprache. Kannst du das? Ja, aber ich kann's nicht. Hä? Ey, weißt du was? Deine Hose ist nass. Halt. Jetzt hab ich sie gegeben. Oh, yeah! Wie heißt du auf Movistar Planet? Oh, ich liebe Movistar Planet. Ich heiße Daniels der Jude. Hallo? Was machst du? Mit dir reden. Was hast du mit einem schwarzen Geschlechtsverkehr? Das ist Creme. Hattet ihr mal im Auge? Nein. Das brennt. Vertraut mir, das brennt. Danke für die Info. Ich dachte, du hast ein Eis in der Hand, aber ist das ein Fuß? Warum spielst du mit ihrem Fuß? Wenn du mich sonst trete. Jojo, ich hab mir gestern ins Auge okay. Aus Versehen. Kann ja schon mal passieren, ne? Aber voll rein halt. Und das ist übelst gebrannt. Und deswegen ist mein kleiner Torpedo, kann halt gut schießen. Deswegen, piu, weißt du, wie abgelöst, als würde ich so getroffen worden. Na, Kugel. Ich find's gerade ultra lustig, tut mir leid. Magst du Pilze? Ja. Gut, dass ich was auf meiner Kuppel habe. Vor dem Nickerchen habe ich mir richtig ein... Das ist gottlos, ne? Das ist richtig, richtig hart ein. Muss ich einfach jetzt loswerden. Gerade erst aufgestanden. Ja, ich sehe das. Deine Haare. Ja. Die sind sehr wuschig. Passiert. Wächst. Haben wir das gleichzeitig? Ich hab's nicht gehört. Doch. Scheiße, jetzt muss ich mich ausziehen. Nein. Das macht Spaß. Was? Jetzt muss. Seit wann ist das eine Regel? Mag sie auch Frauen? Habe ich noch nie ausprobiert. Ich will gerne einen Dreier haben. Ja. Ja, okay.
Ja, super, also. Was ist das für eine krasse Figur hinter dir? Ja, voll sexy. Ja, ich würde jetzt so sagen, aber wir sind minderjährig. Ja, leider schon. Ne? Ja, leider. Nein. Die hatte ich damals auch schon. Ja, aber die sehen irgendwie jetzt noch größer aus, warum auch immer. Nimmst du jetzt die Pille? Nein. Immer noch nicht, zieh vorher raus. Darauf vertraue ich nicht. Ich aber schon. Ist nur ein kurzer Weg zum Rausziehen. Ja, selbst den kurzen Weg schaffst du anscheinend nicht. Ich teabagge dich. Ohne Scheiß. Teabaggen? Das musst du mal zu jemandem sagen. Zu einer Frau, wenn sie dir auf den Sack geht, sagt, wenn sie jetzt nicht die hält, teabaggst du sie. Im Endeffekt ziehst du die Hosen aus und steckst du deine in den Mund rein. Ja, deswegen freue ich mich, dass du mich teabaggen willst, weil... du hast keine... Wärst du jetzt nicht live, hätte ich Foto gezeigt. Ich bin mal ganz kurz offline. Meine Wärme geht halt mehr. Weißt du, die ist so wie so ein Feuerball. Nein, du bist der Boah. Feuerball, weil du so heiß bist. Okay. Warum soll ich dich anmachen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Miau? Mach lieber wie eine Ziege, das wird mich mehr antören. Naja, wenn ich den Prinz Albert stechen müsste, muss ich dann bin, ja? Wolltest du jetzt nicht von dir stechen lassen? Ich steche dir alles, was du willst. Darf ich auch von dir stechen? Weißt du was? Manchmal ist es echt besser, mir bei dir zu halten. Du kannst sie mir ja mit deinen. Du kannst sie ja mit deinen Lippen berühren, oh. Dann halte ich die. So, ist das wenigstens ein gut riechender Edding oder ist das so ja, ein. Ja. Nö, der riecht gut. Willst du auch mal schnuppern? Ja, ich würde gerne an dir schnuppern. Also ich würde eher dieses Weib nehmen, was noch hat, als die mit den 777. True. Ich auch. Ich lieb. Ja. Trans. Ja, Nils, wir wissen, dass du gerne mal. Das macht der Stift, oder, in deiner Hand? Der bringt dich dazu, solche Dinge zu sagen. Ja, ja. Der bringt mich auch dazu, den gleich wo reinzuschieben. Also, hier. Lol. Warum lol? Weil es auf einmal so viele sind. Das ist so einer, der ist so ein School-Shooter. Hättest du mir auch einfach auf Sepp schreiben können, hätten wir Spaß haben können, aber... Du kannst mich mal auch mal, gell? Ich kann dich gerne. Ich weiß nicht, ob ich dich auf Snap... Da können wir drinnen haben, wenn du willst. In deinem Zelt. Ja, Mann. Schwarze sehen erst dann alt aus, wenn sie so Ü50 sind. Da denkt man, oh, jetzt kommt ein Abfall. Aber dann kommt so dieser richtige Absturz. So sieht die sehr alt aus. Na, ich würde dich trotzdem lieben. Aber das war jetzt nicht nett. Nein, du siehst wunderschön aus. Ich weiß, wo es Eier gibt. Wo denn? Oh mein Gott, bro. Ich hab damals immer so. Ja, komisch aus, glaube ich, so eine Mädchen, so richtig Kinderspielstimme. Bobby! Oh mein Gott. Ich habe nicht hingeschaut. Gutes. Ich bin ein normaler Mensch. Also ein anständiger. Unsere Mutter schon eine Will, muss ich sagen. Die ist so völlig durch. Mit der kannst du richtig gut spielen, weißt du? Warte mal. Sagen, nein, 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 nein. Also nicht das spielen. Lass es. Ich hab eine Schaukel. Kommst du her? NRW, du. Berlin. Der Hauptstadt, also. Und du bist die Sehenswürdigkeit in NRW? Ich kenne irgendwoher. Ich hab dein Gesicht schon mal gesehen. Woher? Mein Träumen. Oh mein Gott. Bist du zweimal verheiratet? Konntest du dich nicht entscheiden? Ja. Warum antwortest du jetzt? Du hast ja gar keine Ringe am Finger. Schönes weiße Lutschen. Hat Mama auch immer gesagt. Weiß ist immer vitaminreich. Oder? Ja, mal lutschen, bis das Weiße kommt. Was ist dein Bodycount? One. Einer zu viel für mich. Egal. Er ist eins jetzt meins. Oh Gott. Oh, mein Handy wird heiß, wenn ich halt so... Vielleicht liegt's am Bier. Ah. Hätte BMW mich nicht angenommen. Hätte ich auch nehmen. Sorry, ich war gerade mein Gedanken gefangen. Coole Brille. Danke. Bitte, darf ich dir in dein Nasenloch... Meiner ist auch so klein wie der in deinem Löcher. Alles gut. Warum fässt du sie an? Kannst du mich auch so anfassen? Rütteln. Komm. Ich komm in dir. Ich bin hier wie du, einsam und allein? Nee, ich bin nicht einsam. Das sieht schon so einsam aus. Ich hab Jungs, die mich durchnehmen. Schuss, ey. Ich hab auch Jungs, die mich durchnehmen. Ha! Was willst du machen? Erstmal Werbung. Ja, ich muss auch irgendwie Geld verdienen, oder? Ist okay, Poki.
Also die Tapete ist geisteskrank gewählt, wirklich. Also die ist wirklich abnormal. Die ist wirklich besonders. Die ist, also dass du das noch nicht geändert hast, ist krass. Ich hab mit der 13-Jährigen geredet, die hat sich geschminkt. Hast du dich mit 13 geschminkt? Ich glaube nicht. Also ich bin nicht so in diesem Schminkgame drin. Mit 15 oder so. Die hat gesagt, dass also ihre Tante ist 1999 geboren. Sie hat gesagt, dass viele Leute sie nicht unterscheiden können zwischen ihrer Tante und sie. Ach so. Ja, weil ich nach der Nummer von ihrer Tante gefragt habe. Dies kannst du mich grüßen, heißt Luan. Luan, du bist ein Huan. Einer fragt, welche Kette du hast. Kreuzkette, also zwei. Für den. Warum sieht das nicht wegen meinen Fingern? Ist höher, mit deinem ganzen Körper. Maul. Ich bin nicht gemein, ich bin einfach nur direkt. Wenn man damit nicht klarkommt, ist man selber schuld. Ich bin auch direkt. Das. Nö. Doch. Nein. Es macht mir eh mehr Spaß, wenn die Frau sich wehrt. Okay, wenn du damit zurechtkommst, dass ich... Wenn du hast, ist mir das egal. Ich nehme den auch in den Mund. Ich meine, mach. Wie soll's mir machen? Na, ich meine zu meinem Freund im Discord, dass er jetzt Omme soll's nicht machen. Nein, du Drecksau. Omme. Er soll's nicht auf Omme machen. Weil ich dick bin oder was? Warum bist du jetzt so gemein? Digga, nicht dicker. Ja, aber Digga ist ja auch Dickerchen. Dickerchen, weißt du, wie ich meine? Die war genervt. Jawohl. Ich habe ihn noch nicht rausgeholt. Also, oh mein Gott, ist er. Also, so groß ist er jetzt auch nicht, ne? Bitte hol ihn auch nicht raus. Noch nicht? Bitte hol ihn gar nicht raus. Gar nicht. Ja, ich arbeite einen Beruf, also... Habe ich ja auch, bin ich auch, ich arbeite ja auch gerade. Ja, aber so ein Beruf, wo man wohin geht und was macht. Geh halt im Bett und mach's mir. Ja. Heute habe ich mehr an und ich trinke keinen Alkohol. Heute kannst du einfach mal weniger, einfach gar nichts anhaben? Nee, leider ist immer noch keine Option. Ja, dann zieh einfach hoch. Nee. Du willst doch, flaches Land gefällt mir mehr. Das ist ein Bergetyp, ist eher so Seetyp. Oh ja, mich an. Dann habe ich sie gefragt, wusstest du, wann es passiert ist? Dann meinte sie so, ja. Dann habe ich sie gefragt, warum hast du dann nicht die Dings der Pille danach genommen? Dann hat die dreckig gelacht. Also wollte die das Kind dem einen gönnen einfach. Und dann hat die sich eine Zigarette angemacht. Ich glaube, ich war auch ein gerissenes Kondom. Hey, Kollege! Ich muss kurz nachdenken. Ich will es gar nicht wissen. Ist mit Vorhaut grob oder... Ich will es gar nicht wissen. Deine Farbe. Hast du schon mal eine Couchritze? Ja, aber meine Bettritze. Was ist das für ein LED? Siehst du doch, du hast doch eine Brille auf. Ich hätte letztens auch eine Brille gebraucht, weil ich hätte mir nämlich ins Auge aus Versehen. Oh, geil. Dann das, bist du Drake oder wie? Was suchst du heute auf Omme? Was ist so Ziel? Für Frauen. Aua. Jetzt habe ich Schmerzen. Bin ich gefallen, leider nicht in deinen Armen. Jetzt bin ich in deinen Armen gefallen. Es macht so ein Geräusch, jetzt würde ich mir einen holen. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Das ist mir schon öfters passiert. Uiuiui, ich dachte gerade schon. Ganz ruhig. Wie alt bist du? Ich bin 18 und du? Zeig sie mir! Nein, Spaß. Ich glaube, du hattest so eine Frau im Hintergrund. Die mich immer noch, aber die siehst du nicht. Ich habe auf dich gewartet, damit du die Frau im Hintergrund wirst. Damit kann ich leben. Ich auch. Das viel zeigt. Jungs, schilt doch mal eure Eier, Junge. Warum seid ihr so notgeil? Das hat er schon oft genug versucht. Ich glaube, ihm ist mittlerweile klar, dass man das aufgeben kann. Ich werde es nicht tun. Ich habe nur Schoch gefragt. Ja, und wenn du es dir dann Hoffnung hattest, glaube ich schon, dass ich tue. Aber ich trinke gar keinen Kaffee. Oh, wieso? Das Kaffeeglas wird für andere Sachen benutzt, ne? Was habe ich das benutzt? Mann, ich habe gerade gesagt, das Kaffeeglas wird ja auch für andere Sachen benutzt. Zwei Schwämme, Gummihandschuh und Gleitgel. Oh, hä? Geil. Ich meine eigentlich krass. Richtig. Ach so, ich dachte, wie eine Tasche... Willst du nach Berlin einfach so zum Anschauen? Ja, ich finde die Gegend voll schön. Achso, ich dachte, du sagst jetzt, weil du ein Date mit mir willst. Oh ja, doch, das ist natürlich. Ist verheiratet, Skip? Nein, ist sie nicht. Nein, danke. Genau. Noch nicht. Aber bald bin ich verheiratet mit Nils. So sieht's aus. Ich geh nämlich auf die Knie. Was? Nein, nicht so gemein. Nicht so gemein. Nein. Ich meine, für Regen. Oh.
Was machst du so Schwenker mit deinem Kopf beim Nudeln? Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Weil du schaust so, als wäre ich Tino oder so. Denk, ja, schau mal weg. Weißt du was? Ciao. Tino? Lass uns unterhalten, so. Komm, wir gönnen dir mal richtigen Content in der deutschen Szene. Zensier schon mal ruhig, ja? Und zack. Oh, du hast auch Star Stable gespielt? Natürlich. Oh mein Gott, ich erinnere mich, man hat sich damals immer um alle Typen gestritten in Star Stable. Ja, ich war halt, weißt du, ich bin halt geritten wie ein Meister. Das ist halt einfach mein Ding. Mich wollte mal ein Typ in Star Stable, aber ich wollte ihn nicht, weil da dachte ich nämlich, ich sei lesbisch. Bist du's? Nein, okay. Ich bin hetero. Ach so, ja, ich bin schwul. Deswegen reite ich auch so. Guck mal, nur wenn man so ein Spiel spielt, heißt nicht, dass man ein typisches Pferdemädchen ist. Ja, aber Janette, die in meinen Chat schreibt, bin eine der Girls aus dem Discord, hat ein Pferdeprofilbild. Also das ist komplett umgelaufen, bin ich. Oh, mein Zimmer ist voll unordentlich, aber da geht so, der ist groß wie mein Mann. Nicht die Schlipper zeigen mit den Kackstreifen. Ja, die habe ich schon alle in die Wäsche gemacht. Nee, ich versteck die immer. Deine Schlipper? Ja, mit Kackstreifen. Warum versteckst du die? Weiß nicht, halt so versucht, der findet, oder? Falls ich jemals meine Freundin habe, dann kann die halt so suchen und dann guckt die halt irgendwo und auf einmal findet sie so einen Schlipper mit so einer Kackstreifen, oder? Überraschung. Dann schnippelt die. Mag dein Freund X? Denkst du, sie mag X? Keine Ahnung. Hä, hast du jetzt gefragt, ob ich das mag? Hast du den Spieß jetzt umgedreht? Ist da gerade ein Weib im Discord oder war das? Es sind nur Frauen. Ach so, ja. Sag doch gleich. Ja, sag ich doch jetzt. Ist eine über 18? Da sind alle über 18. Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Gangbang. Bukake und ich bin in der Mitte. Leck meine Oh, sorry, es war ehrlich, ich hab meinen Kumpel gemeint, weil ich bin schwul und er auch. Aha. Ja. Hast du dich richtig krass geschminkt, könntest du so ein UFO-Girl sein, du hast die perfekten Haare dafür. Weil sie rot sind? Nein, weil die so rot sind. So, die Locken. Genau, ich hab auch Locken. Hast du das? Mein Wäscheständer ist kaputt, deswegen habe ich es mit der Tür gehangen. Ich habe ja noch einen Wäscheständer zu Hause. Ich wollte eigentlich gerade was anderes sagen, aber ich dachte, ich lasse es einfach. Halt mal die Bälle flach, gell? Boah, die sind in der Hose. Also, das meine ich jetzt. Also, egal. Ich bin dick. Bei mir kommt mehr rein. Mehr Volumen, mehr Masse, mehr Wärme, weil sie kalt ist. Bin wie ein Teddybär. Nur, dass bei mir das Loch nicht reingemacht wurde, sondern schon von Anfang an da ist. Was denn jetzt deine Lieblingsstellung? Ja, Missionar. Oh ja, und Stani. Ja, okay. Deine? Ich reite gerne. Hä? Mein Internet weg? Nicht mein Internet? Nee. Ich hab genau dasselbe gesagt. Kacke. Letztes Mal warst du Feuer und Flamme mit mir. Ich vermisse das. Wie letztes Mal war ich Feuer mit Flamme? Ich wollte einfach nur deine sehen. Also meine Freundinnen haben geil ausgeschaut. Ich habe ausgeschaut wie... Ja. Eine vollbusige Frau? Aber so siehst du ja überhaupt. Magst du Lachs? Nein. Ich auch nicht. Also in Sushi schon. Ich mag keinen Muschi. Ich hab gesagt cool. Sushi. Muschi? Sushi mit S. Guck, also langsam habe ich das Gefühl, wir sind einfach füreinander geschaffen. Ja, wird zu viel. Ich habe doch Angst vor Frauen, bin schüchtern. Und was ist, wenn ich meine Füße zeige? Oh ja, 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 ja. Ich habe gesagt, eine vollbusige Frau. Es ist das Rote, hättest du auch einfach weiß machen können. Ja, du warst ja nicht da. Ey, das ist doch das komplette Gegenteil von mir. Das ist doch scheißegal, Gegenteile ziehen sich an. Er ist angezogen, du bist ausgezogen. Ist doch super. Das ist ein Arsch. Ich bin ein Arsch? Nein, da. Dann zeigst du auf mich. Da oben ist ein Arsch. Ich bin oben. Guck mal, das ist mein altes Kuscheltier. Ist da ein Loch hinten? Hast du dich verstanden, oder? Guckst du Anime? Nee. Magst du K-Pop? Wir können poppen. Ich wünschte, meine wäre so groß. Same. Kannst du mit deiner zuhauen? Ja. Zeig mal. Ey, das sieht aus wie ein Streamer. Nee, aber ich habe eine wichtige Frage. Wie macht ein Delfin? Was? Das hört sich an, wie als würdest du einen blasen oder sowas. Ja, natürlich. Immer doch. Sind die Ja. Ja. Wie Ding was? Was ist
wie ein Delfin macht. Wie war er? Ein Geräusch. Nein, bin ich nicht, Junge. Wie macht ein scheiß Delfin jetzt? Dann musst du eine Frau einladen, die für dich malt. Ich hab Angst vor Frauen, wie gesagt. Dann eben eine Oma. Ist auch eine Frau. Aber da werde ich horny. Bei älteren Frauen, da werde ich immer ganz rattig. Ich glaube, ich sollte mich um... Liegst du gerade, dass ich sterben soll? Sag mal, kracht's bei dir? Was soll denn das? Nein, das ist auch darauf gar nicht bezogen. Lüge. Ja, ich hab so eine cleane Haut halt. Ich glaube, das ist die Schminke, die auf deiner Haut ist eher. Nur hier gehighlightet und das Auge so. Guck, das Ding ist, sag mir jetzt nicht böse, wenn mir das jedes Mal eine Frau sagt, auf einmal machen die hier alles weg. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach gelogen. Sag einfach die Wahrheit. Ich weiß, wie es sich aus... Ich hätte einen Vogel auf dem Kopf. Du hast einen Vogel auf dem Kopf und ich im Kopf. Oh mein Gott. Ich kann dir auch was Schmieriges auf die Lippen machen. Ich sehe das. Das reicht mir. Pink wäre besser. Ne. Doch. Hast du schon was Pinkes zwischen den Beinen? Hä? Nichts, alles gut. Oh mein Gott. Meine Zimmerfarbe so schwarz oder grau haben, weil ich finde das so richtig deprimierend. Gell, wenn du da so ein Zimmer reinkommst, direkt als so dunkel, so. Ich finde, das zieht mich übelst runter, gell? Zieh ich dich jetzt runter? Nein. Oder zieh ich dich aus? Das war Spaß. Fahr ich in dir rein. In ihr oder in mir? Nein, in ihr. Nicht in dir. Ich glaube, du hast Wahnvorstellung, Kollege. Ja, ich habe auch kein Interesse. Also, ja. Hast du jetzt irgendwie weg oder warum hast du nie gehört? Nein, ich bin gerade gekommen. Ich bin vorhin gekommen. Arbeitest du nicht? Doch, aber ich bin selbstständig, arbeite zu Hause. Was arbeitest du denn? Ich mache so Video und so, schneide ich. Ja, ich dachte schon, du machst Schneeballsystem. Ja, genau. Kann ich mit meinem Schnee abfeuern. Was für Sternzeichen hat sie? Skorpion. Also willst du mich mit deinem Stachel stechen? Ich steche dich für dich. Komm aus Mainz, sagt man immer Mainz. Mainz sagt man Ajo. Ajo? Würde das Mädchen zu sagen, bei mir, dann ich würde so dezent meinen Fuß in ihren Mund stoppen. Ajo? Ajo, aber deinen Fuß würde ich auch in den Mund nehmen. Ajo? Alter, mach er, Junge! Stell dir mal vor, so andersrum, dann so zwei in der Mitte so. Das ist immer so die von mir. Ja, das ist eigentlich voll die Premiere, so jung geschätzt zu werden, wenn man schon Mitte 20 ist. Mal kurz weg von von der Mitleidsphase. Gehen wir uns jetzt aus oder nicht? Nein. Aber stopp, meine Füße sind geil, gell? Zeig nochmal, hast du immer noch aus oder? Bisschen länger, aber. Die sind dreckig. Kollege Schnürschuh, auch mal waschen. Halt, die sind nicht dreckig. Ja, ich hab nur, damit du noch länger hochhältst. Bei mir wurde eingebrochen. Ah, ja, geklaut. Hast du irgendwas auf Snap reingeschickt? Was? Was? Das heißt wie bitte? Kein Respekt. Die Hose ist nass. Ah! Meine Hose ist trocken, leck meine Socken. Ah! Junge. Ich würde gerne mal den dritten Weg zwischen deinen Beinen nehmen. Mit meinem Zug hier. Mein Laster in dich reinknallen, in dein Tunnel fahren. Ich habe mir gestern einen Finger gesteckt. Dann habe ich Finger Po Mexiko gerufen. Bin nackt über die Straße gelaufen. Ja, was mal? Dann hat mich ein Papagei angegriffen. Ich habe Eisenmangel. Ich habe auch Eisenmangel. Darf ich mal deinen Bauchnabelpiercing lecken? Für Eisenmangel. Ey, kleiner Knecht. Ey, warum du bist du jetzt so fies? Du hältst jetzt deinen Bubble. Kuscheltier in Calvin Klein Unterhose angezogen? Ich kenne das, dass es manche Frauen machen. Warum hast du gerade so? Ja, doch. Kannst du mir auch eine anziehen? Natürlich. Ich will dein Teddybär sein. Dann kannst du dich an mich reiben. Ich bin gut. Du bist da. Nee, ich kann Triangel. Oh. Vielleicht kannst du Flöte besser. Oh mein Gott. Denkst du, wenn du deinen Finger in meinen stecken würdest, würde der Ring verloren gehen? Wäre es betrügen, würdest du deinen Finger in meinen stecken? Auch wenn es eine ärztliche Untersuchung wäre? Ja, wäre ich Arzt, dann natürlich nicht. Aber bist jetzt meine Ärztin. Brauch eine Po-Untersuchung. Dich würde ich nur das gute Stoff reinpumpen. Also weißt du, wie so befüllen und so? Kein Deutsch.
frauenfeindlich bist und geht nicht mehr, der versucht die Snaps zu kriegen. Egal, ob der die Weiber sieht oder nicht. Der will die Snaps unbedingt haben. Und wenn er die nicht kriegt, fängt er an zu beleidigen. Das mache ich auch immer. Kannst du mich auch rufen? Nein. Warum nicht? Weil du vor mir sitzt und ich nicht mal deinen Namen weiß, da bräuchte ich auch nicht rufen. Ich fühle mich einfach so. Ich fühle mich so klug, wenn ich einen Stift in der Hand habe. Komm. Ich weiß nicht, es macht mich einfach so, als würde ich so ein Lehrer sein, der, weißt du, der so vielleicht Kinder einfach schlagen darf. Zählt ein Augenbrauenstift auch? Nee, du kannst was anderes halten, wenn du willst. Jetzt habe ich einen harten, weil sie mich verhext hat. Wie ein Zauber. Aber ich habe 10 Stunden geschlafen. Ich habe durchgeschlafen. Ich habe noch nie so gut geschlafen. Die würde ich besser schlafen. In meinen Armen. Deine Mama ist unter dir? Geht sie auch gern unter mir? Ein Dodge Challenger mit V8-Motor mit 381 PS. Mag jemand große Dinger? Sag, du kannst dir 30% Behinderung verpassen, nachdem du... Ich kann dir 30% Behinderung verpassen. Je nachdem, wie es ist. Weil du sie behindert... Mann. Ach, weil ich dich behindert... Mann! Digga, wie konntest du denn das nicht rüberbringen, Digga, jetzt mal wirklich? Weil ich bin schüchtern, ich kann das nicht. Die mit Kunsthaaren, es gibt auch die ohne Kunsthaare. Du hast mit Kunsthaaren gemacht? Nein, ohne. Krass, ich hätte gern sowas an meinem... Aber ich hab übelst lange... Ja, wie groß bist du jetzt? 1,65. Ja. Ich bin ein kleines Standgebilde. Hast du nie so gezeichnet, so Vögel früher als Kind? Ach so, so! Ja, dieses, ja genau. Und ja. Das sind deine Augenbrauen, du hast es gerade so hoch gemacht, jetzt würden die fliegen. Warum willst du mir nicht deine Wohnung zeigen? Nein. Warum? Ich bin nicht so eine, weißt du? Du bist nicht so eine. Ich will doch nur deine Wohnung sehen. Ach so, hast du Wohnung gesagt? Ja. Ich hab Hupen verstanden, Junge. Ich will deine Wohnung sehen. No joke, ich hab Hupen verstanden, no joke. Die ganze Zeit? Ja. Ja, die würde ich auch sehen. Aber ich fand's lustig, wie du gesagt hast, ich bin nicht so ein und dabei gelacht hast. Weil das halt ironisch halt dann ist. Du bringst mich einfach zu kommen, bevor ich über rein dippen kann. Hast so ein bisschen Boxtraining an meinen sind das Größere. Ja. Schatzi, da bist du ja. Hast du mir gerade Schatzi gesagt? Ja, natürlich. Ich wollte gerade sogar gehen, aber jetzt bleibe ich. Also, hast du mich extra gesucht, oder? Nee. Ich glaube, die nur so gut aus, weil Männer draufstehen. Ich glaube, keiner wird mit hässlichen Frauen, oder? Was? Wer auf deine geschaut? Ja, guck woanders hin. Geht nicht. Ich hab's versucht. Zeig mal. Meine Füße. Nee, nicht einfach so. Ich muss schon ein bisschen mehr kommen. Ketchup? Auf die Füße. Warum guckst du so? Darf ich nicht gucken? Du guckst so. Das ist eine große Brille. Ich erkenne da deine Augen dreifach so groß. Hatest du jetzt? Achso, ich habe auf die anderen Augen geguckt. Tut mir leid. Ich bin Albaner-Türkin. Wie, du bist Albaner-Türkin? Konnten sich deine Eltern nicht entscheiden, oder was? Meine Mutter ist Albanerin, mein Vater ist Türkin. Die haben einfach auf Amazon so angegeben, Albaner-Türke, und dann bist du einfach so mit Post gekommen. Das mit dem stimmt auch alles nicht, ne? Das war noch in unserer Phase noch drin, ne? Mit dem was? Mit dem oder? Hast du kein Hobby oder so? Doch, aber mein Hobby kann ich jetzt nicht mehr machen, weil es ist zu kalt. Und für mein anderes Hobby ist es noch zu warm. Ich überlege gerade. Hobbyhorsing? Skateboard und Schlittschuhfahren. Ja, Hobbyhorsing ist doch dasselbe, oder? Fummel mir nicht in der Nase rum, Fräulein. Ich fummel mir gerne in der Nase rum. Manchmal fummel ich mir auch im Popoloch. Ich fummel mir gerne in ein anderes Loch rum. Was? Ja, das stimmt. Wie riecht das? Oh Gott, wie das riecht? Ja. Wie riecht der Luft? Weiß ich nicht. Achso, ich dachte in deinem Mund. Nach deiner Mutter. Folg mal deiner Mutter. Mach ich. Oh mein Gott. Guck mal, die ist genauso groß wie dein Kopf. Ja, aber ist das doch für die Augen und nicht für die Augenringe. Ja, aber du guckst ja auch nach unten. Die ist genauso groß. Ich guck wirklich nach unten. Ja, wenn... Also daten wir uns jetzt. Ah, sind wir jetzt schon irgendwie dabei gerade? Nee. Ach so, schade. So, also viel. Nee, das geht mir zu schnell. Oh, das ist ja geil. Ist das ein Hund? Bist du ein Hund? Spaß. Hey, du bist doch der auf TikTok, ne? Genau. Schwör. Wie viel Follower hast du? Ich dachte, du weißt, wer ich bin. Aber du kommst mir schon bekannt vor. Wie heißt du? Pascal.
S-Punkt, danke für die 5 Euro. Leicht verdientes Geld mal wieder. 5 Euro. Weißt du, was man mit 5 Euro alles machen kann? Ein Eis kaufen. Warum denkst du an Eis? Kondome! Sup! Auf Drogenentzug oder warum auf Toilette? Ich bin auch nicht Droge, deswegen bin ich. Ah, pittend! Pitten? Pitten, ja. Was jetzt? Soll ich mich ausziehen, Mami? Vielleicht bin ich ja auch einer von diesen Typen, die hier nur seinen Schwanz zeigen. Das wäre geil. Stopp. Ich bin auch so einer, zufälligerweise. Ja, besser ist das. Besser ist das, sonst hätte ich dich direkt Ey, die schwingst du Nuttensohn! Wie er gelacht hat! Alter, seid ihr Nutten? Habt ihr keinen Typen so in Aussicht? Ich finde gar keinen. Warum, ich bin noch hier. Eben war da so ein kleiner Junge, der hat gesagt, er sei fett oder so. Ja, er sei fett. Und dann zeigt er uns sein. Ich schwöre, er war 13, er zeigt uns seinen Penis. Wo kam der Wechsel auf einmal? Und soll mich nicht schlagen. Ja, da wäre ich raus, ich schlag Frauen, scheiße. Kacke, nein, Mann. So, grob oder fein, das hat nichts damit zu tun, ob du eine Vorhaut hast oder nicht. Dass mein Frau ist oder was, wie eine Katzenzunge. Meine Pfeile. Nee, einfach allgemein so, gibt ja grobe Pfeilen und feine Pfeilen und feine Pfeilen. Macht man nicht so viel kaputt mit und grobe Pfeilen macht man halt auch nicht was kaputt mit, so. Ich will dich ja nicht kaputt machen. Also ich will ja mein Werkstück nicht kaputt machen. Das wäre nicht so. Burkhard, eigentlich. Gar kein Problem so, ne? War ich auch immer privat als Hobby. Ich guck's zum Einschlafen. Kannst du mit mir schlafen? Gib mir deine Adresse, Puki. Also ich meine. Ich hab nichts gemacht an Halloween. Einsam und allein wie immer. Wie? Kein süßes oder saures? Wie bei mir ist immer oder Ich bin kein Handymensch. Ich benutze sehr wenig mein Handy. Ist meine, auch gut. YouTube, telefonieren, manchmal zum Schreiben und zum nächtlichen Programm. Netflix, genau, das würde ich. Das meine ich, genau. Der Philidum hat gesagt, du hast eine schöne Kette. Aber du hast gar keine Kette. Ich hatte letztes Mal eine Kette an, aber vielleicht meint er auch einfach meine saftigen Milchtüten. Ey, ich kenne den, Digga, das ist, der spielt Rock League, glaube ich, oder so. Ja, Digga, ich versenke meine Balls in deine Mutter. Warum ist das so ein Mini-Ding? Ich dachte, so kleine Sachen gibst du in meiner Hose. Du bist meine Aktien heute. Machst du irgendwas beruflich so? Neben dem Stream, so irgendwas anderes? Ja, anschaffen. Erläutere. Ich gehe auf die Straße. Ich gehe um den Strich. Und winke. Frag mal, ob die Handstand macht. Boah, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich bin 27, ich habe alte Knochen. Genau, schilt mal ein bisschen. Solange ich mich noch auf sein Gesicht setzen kann, ist ja noch alles in Ordnung. Jemand Jimmy's Next Topmodel? Nein, mag ich gar nicht. Ja, jetzt sind also, Tüten dabei, ist ja kacke. Diese neuen Staffeln, die sind einfach nur krank. Das stimmt, ich bin aber krank verliebt in dich, wenn ich dich so sehe. Sag mal nochmal, ich hab grad nicht so richtig zugehört. Alles gut, wir können unsere Lippen brechen lassen. Sitzt du so entspannt da, wie im Urlaub? Ja, ich genieße es halt. Vielleicht ist ja gerade jemand unter meinem Tisch. Tschüss. Wenn du es so hörst. Das war ein Schock. Ist das ein riesen Teddybär da hinten? Ja. Ist da ein Loch unten am Po? Bist du eine fiese Prinzessin? Yes. Oh, ich hab keine Ahnung von MMA. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Also. Wozu lügt man eigentlich? Weißt du? Weiß ich, ich lüge nicht. Ich sag ehrlich, ich habe einen kleinen Dödel und damit, das ist so. Diesmal möchte ich nicht drin sein, bitte, okay? Ja, dann rede ich mit deiner Freundin, die ist eh hübscher. Okay. Nein, aber ich brauch mal kurz. Guck mal, so ist es, wenn ich Nils sehe. Und so ist, wenn ich wählen gehe. Oh mein Gott. Wo guckst du? Tauschen jetzt hier die Seiten aus oder wie? Sag. Sag es. Ich guck nichts. Ich mache mir meine eigene. Deine eigenen. Was? Was ist die Zahlenkombi deiner Nummer? Entschuldigung.
Ich fahre da heute hin und dann... 6 Stunden. Jetzt kommt wieder so ein angeberischer Spruch, auf den ich keine Lust habe eigentlich, aber der Tesla fährt ja von alleine. Der Mann. Zeig alles, was du hast oder auch nicht hast. Okay, hier, ich zeig mein Handy. So, ich dachte, zeig ich deine Füße. Dass ich meinen Wortschatz unbedingt ändern muss. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist... Das ist weird, ja. Das ist weird. Ja, was denn? Ich mach nix. Du hattest mich mute. Nein. Warum? Wie groß bist du denn? Ja, 1,85 habe ich doch gesagt. Wie viel? 1,20? 1,85. 1,20 ist mein Penis lang. 4 Zentimeter. Das reicht. Aber mittlerweile existiert Biologie in meinem Unterricht nicht mehr. Sollen wir Biologie machen? Welche Art? Ja, Sex. Wir okay, müssten alle kaufen sein. Ja, ich habe auch kein Problem. So, also. Das ist nichts Besonderes. Ja. Okay. Ich kann mich aber auf dich drauflegen und meine Masse, die bedeckt dich einfach. Oh nein. Nein, bitte nicht. Ich will nicht sterben. Die Frau will fragen. Mag das. Weißt du, was ich mag? Mein Fuß in deinem Mund. I lost no not November looking at your face. And at a picture in the background of the ass. Leckt's mich doch. Bei beiden gebe ich die Antwort ja. Bist du ein bisschen zu jung zum Vapen? Schmeckt geil. Die schmeckt geil. Ja, das Trinken. Das Bier. Ich darf das trinken. Was ist das? Das ist Bier mit Eistee. Was für Bier? Kronbacher. Bist du ekelhaft, Alter? Wer trinkt denn das mit Eistee, Digga? Ist widerlich? Yes! Was hört ihr? Ich bin Arsch, ja. Ich bin voll Arsch. Ich mag Arsch. Spielst du Fortnite? Nee, ist so. Spielst du irgendwas? An mir? Nein, das war ein Spaß. Ein Joke. Humor. Hast du schon mal mit deinem Fuß jemanden geskippt? Ich hab da nichts gegen Dicke. Auch nicht. Siehst du? Dein Freund. Nee, der ist klein und putzig. Oh Gott, was ist klein? Mein Penis. Du handelst mich, als wäre ich ein Kerl. Rede mit mir, als wäre ich ein Kerl. So, vielleicht funktioniert es ja dann. So. Ja, so auf. Ich will die Pusteblume wegpusten. Nee, die bleibt. Nee, die bleibt nicht. Die ist deutsch, die darf bleiben. Okay, verstehe. Ich führe dir auch gleich was ein, Alter. Ja, bitte. Aber nicht hinten, sondern vorne. Ja, ist egal. Darf ich jetzt bei dir was einführen? Ich meine, wir kennen uns ja. Wir kennen uns ja. Ja, okay. Okay, warum nicht? Ich mach sowohl als auch. Ich mach, glaube ich, alles in eine Richtung. Und du? Bei mir spritzt das immer woanders hin. Also immer von 15 bis 18 Uhr hat man sich getroffen und dann haben wir immer Star Wars gespielt. Hat der sein Laserschwert rausgeholt und in dich reingekriegt. Ich würde meine Pfeile mal gerne wo reinschieben. Möchtest du mit ihm zusammenwachsen? Naja, warum nicht? Warum nicht? Weil ich dick bin. Respektlos. Ja, lach ruhig. Trink deinen Alkohol weiter. Komm, du bist meine Traumfrau hier, weißt du? Okay, Chef. Kannst du mich auch Daddy nennen. Musst du mich nicht Chef nennen, unbedingt. Ich hab das Gefühl, dass Mädchen sich immer zu allem überreden lassen. Hast du ein Fahrrad? Ja. Ich auch. Echt? Hast du einen Ständer dran? Ja, du. Ich nicht. Kannst dir einen kaufen. Darf ich mal in deinen Satiri? Nein. Mann, Spaß. Niemand kommt. Ich suche nicht danach. Es kommt, wenn es kommt. Ich komme auch, wenn ich komme. Ja, ich komme auch, wenn ich komme. Also ich stehe jetzt gleich hinter dir, weißt du? Nimm mich in den... Normal. Das bockt mich. Döner. Ja, wie ihr den essen tut. Mit allem, mit Spezialsoße. Was ist eine Spezialsoße? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das jetzt so wie in meinem Gedanken, oder? Eine gute Soße, bitte glaub uns. Ich weiß nicht, wie die schmeckt. Kann gut sein, ja? Ich hatte bisher noch keine Beziehung, die so ausgeartet ist, weißt du? Bis zum Schmecken. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass ich der Wurm bin. Kurzer Funfact, meiner ist auch so klein. Ich hab die ganze Zeit so gemacht. Sei ehrlich, wo war das Horn? Egal, lass mich jetzt.
Vielleicht stehe ich ja auch Vanille. Ich mag auch Vanille. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ich kann nicht. Ich war noch gar nicht drin, warum kannst du jetzt schon nicht mehr? Bist du auf TikTok? Ich bin auf TikTok. Zeig mal. Ja, was soll ich zeigen? Darf ich mal deinen Kofferraum öffnen? Nein. Vielleicht hänge ich mir die hinten hin auch mit so lila. Ich würde mich da auch dran hängen. Ich glaube, dann wird's abbrechen. Zum Sterben. Aber zwei 15-Jährige sind ja auch 30, oder? Ja. Wäre es denn wieder legal? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Hast du es gehört, was ich gerade gesagt habe? Ich habe gesagt, mein klebt. Er klebt an meinem Bein. 30 Meter. 30. Ich habe nur 3 Zentimeter in der Hose. Das ist ein Vergleich, das ist geisteskrank. Dann immer 3 und 30. Das ist ja riesig. Ach du Scheiße. Wie 6 Zentimeter haben gefehlt? Nein, warte mal, mein Ex hatte 24. Warte mal, nein. Ich drehe zu viel, es tut mir leid. Der hat gesagt, Ex hat 24 Zentimeter. Was würdet ihr sagen? Wer von euch beiden wird als erstes schwanger? Ich. Warum sie? Da sie will früh Mutter werden und ich will erst nach der Ehe. Ich auch. Wollen wir morgen heiraten? Nee. Lass einfach. Ja. Machen wir mal. Sei ruhig. Was habe ich da gerade gesehen, Digga? Was? Darfst du auch weiterhin sein? Ja, deswegen können wir ja Freunde sein, oder nicht? Nee, ich habe keine Freunde. Ich auch nicht. Meine Mama hat gesagt, irgendwann muss ich anfangen. War gelogen. Warum bist du so gemein? Wie kommst du denn auf Gärtner? Weil ich Gras anbaue. Ach, Daumen ist so grün bei dir. Der grüne Daumen. Wenn du willst, kann ich deine Hecke mal scheren. Ich habe keine Hecke. Oder dich befeuchten. Nee, danke. Wie alt bist du? Ich bin 19. Nein. Wann wurdest du geboren? Welches Jahr? 2003. Kollege Schnürschuh, ich bin 2003 geboren und bin 21. Also da hast du dich selber den... Hi. Hi. Delphi? Nee, ich meine die Eier eigentlich. Achso, ja, ich liebe Eier. Kochte? Warum lacht ihr? Ja, die Rohe nimmst du immer in den Mund, das weiß ich schon. Ich nicht. Oh, oh, erwischt. Bist du auf Ernst, gay? Nein. Warum fragst du das? Ja, ich gesagt habe. Bist du homophob? Nein, eigentlich nicht. Warte, was? Eigentlich nicht, Ja. Bist du Fame? Mach uns mal Fame. Ja, dann zeig deine... Ja, du musst ein Opfer bringen. Ich wurde gekündigt. Opfer gegen Fame. Sind Frauen mit ADHS mehr süchtig? Willst du die ganze Zeit mal so fragen? Aber ja, ich glaube schon. Ich kann dir gerne dabei helfen und unterstützen. Okay, top. Machen wir. Machen wir es auch gemeinsam? Komm nach Bayern. Komm auch mit dir. Also entweder benimmst du dich jetzt oder ich. Also einer von uns muss jetzt dich blenden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so einfach wird. Ich bin eine kleine Dreckige. Ich gebe jeden Loch. Das Dreckige interessiert mich nicht, so eher das Kleine. Habe ich dir schon gehört, dass ihr gesagt habt? Nein. F. G. G. Seit wann gibt's G? Verliebt? In dich. Ich in dich. Ich habe noch nie so viel Kontakt mit einer Frau gerade. Allgemein. Oh nee, jetzt machen wir halblang. Sonst geht das Blut ganz woanders hin. Du denkst, ich bin dein Ex, so, also so auf alte Phase, weißt du, wie ich meine? Du willst jetzt das, also du willst dich jetzt auf mein Gesicht setzen. Richtig. Ich bin offen. Jetzt sprechen wir weiter. Boah, Alter. Wow. Jetzt nochmal die Ketten zeigen. Ja, hier. Ist grob oder ist die eher feiner? Klein. Nee, fein oder grob. Klein. Ja, nee, das habe ich gar nicht gefragt. Ja, oh mein Gott, ja, fein. Nee, grob. Freut mich, dass du dich an mich erinnerst. Ja, du hast halt ein kleines Gehirn, dass du dich an mich... Ich dachte, du meinst kleinen weil der hätte ich dir zugestimmt. Ja.
mir so bekannt vor? Du siehst 100% aus wie jemanden, den ich kenne. Weiß ich nicht, ich hatte noch kein Emo in meinem Bett. Einer hat geschrieben, oder du verlierst mit Absicht, dass du sie dann zerstörst auf eine andere Weise. Ach so, ja, der Fortnite Riss. Nee, er will dich halt im Bett zerstören, so weißt du. Ja, also, er will dich tot, er will dich schon. Ach! Schimmer ein bisschen. Du sollst auch noch Luft atmen. Nee. Du musst jetzt nicht nervös sein und direkt das Ding in den Mund. Weißt du, wie ich meine? Ja, doch. Ich nehme immer direkt alles in den Mund. Warum lacht dein Kumpel? Hast du es auch gehört? Wieso? Okay, krass. Du hast gerade so eine Reaktion gemacht, als hättest du gar keinen Bock, das anzuhören. Wie viele Dicks hast du schon gesehen? Zu viele, weil das ist eher mein Ding. Sieht man. Nee, ich kann den nicht buchstabieren. L-A-O-U-A-N. So wie du das ausgesprochen hast. Lauan. Lass ich es einfach weiter, ja. Also, da kracht's wieder. Gäste immer noch nicht klar. Dieser Kleine, aus dem Kindergarten gefühlt, der gesagt hat, darf ich euch Das sag ich auch immer im Kindergarten. Das macht Spaß. Isst du auch Klabusterbär? Klabusterbären? Ja. Yeah. Keine Ahnung, bestimmt habe ich die schon mal gegessen. Ich hätte es nicht sagen sollen. Tino, hat sie dir auch vorgeschlagen, dass sie dann ihr Fuß in deinen Mund steckt? Nein. Okay, ich wollte nur wissen, ob ich besonders bin. Ja, bist du. Also meine Eltern sagen das auch immer. Meine auch. Irgendwie muss man sein Geld verdienen, ne? So sieht's nämlich aus. Boah, warte mal, was soll das jetzt heißen? Ja, irgendwie muss ja den Puff bezahlen, ne? Wow! Ich höre aus, ein süßes kleines Mädchen. Sehe ich aus, als ob ich Drogengruppe wäre. Ja. Danke. Ich kann deine Droge sein. Ich mach mir auch bald eine Kette mit deinem Gesicht. Ich hab so einen Aufklapper, weißt du? So ein Pip. Und dann ist da so dein Gesicht drin. Ach so, okay. Und dann mach ich die so lang, dass sie immer neben meinem Herzen ist. Oh, wow. Sag doch so, hä, das war voll süß. Ja, war's auch. Ja, warum lutscht? Spaß. Hör auf, dein Handy so zu bewegen, Mann. Du machst mich aggressiv, nee. Junge. Warum ist es denn nur eine Pflanze, die da überall hängt? Weil ich keinen grünen Daumen hab. Kannst du mal meine Hecke schneiden? Nils, man kann auch mal Hallo sagen. Höflichkeit. Ich bin abgelenkt. Wegen euren Füßen. Oh, meine unsere Füße sind toll, ne? Die sind super. Toll. An welcher Stelle hast du dich jetzt dran gerieben? Was, ne? Steck dir deinen Wurstfinger am Po, bitte. Hab ich gestern. Ich hab auch gestern ins Auge. Guck mal, meine Gitarre hat eine Schleife. Mein Schleife auch. Oh. Boah, das ist ehrlich? Ja. Vielleicht ja, bist du auf bei mir gestoßen, weil du auf kleine zu stehst. Was? Kleine zu sollen ins Schreien? Oh, die hat so gehasselt, das ist gibt doch. Wie lange schreibst du? Mit einer Hand. Warum nur mit einer? Wo ist die andere? Die andere ist hier. Ah, ja, ja, ja. Schnell rausgezogen. I like boys. I like girls with ding dong, you know? Also ein Sugar Daddy bin ich nicht. Ich suche doch auch keinen Sugar Daddy, mein Gott. Weiß ja nie, weißt du, wie ich meine? Aber auf Opel ist da eigentlich die perfekte Plattform für mich dafür. Also könnte nur dein Daddy sein. Bist du nicht so ein YouTuber, der immer Mädchen so dumme Fragen stellt, wie viele Einwohner Deutschland hat und so? Nee. Nee? Wie viele Einwohner hat Deutschland? Das sind, glaube ich, 4,8 Millionen. Ja. Ja? Ich bin kein Fußfetischist. Nee, aber ich. Ich aber. Ehrlich? Ja. Yeah. Mit weißen Nägeln. Ich vielleicht auch. Du sagst schlafen gehen, habe ich dir gesagt eben. Ja. Mach ich, Mama. Okay, weiter. Das macht man, wenn man nervös ist. Ja? Warte, was? Hast du gesagt, ich soll dich ausziehen? Was? Ich hab das so verstanden. Nein, ich hab keine Ahnung von dir. Angst? Nein. Wo guckt der? Wie, wo gucke ich? Ich gucke auf dir, Junge. Was redest du? Wie groß bist du? 58. Wieso? Dann fällt meiner auch nicht so klein aus. Also, meine Schuhe, meine ich. Warum hat deine Freundin so einen riesen auf der Brust? Ja, weil du es drauf deiner Schwester. Oh. Weil wir noch schwimmen, warum soll ich denn noch sie? Warum rauchen alle in der Küche? Durch Pola. Pola, why you smoke in kitchen? Durch Pola. Was Pola? Pola, Mann. Pola. Pola, Mann. Ja, Pola. Pola. Ja? Dieser Spiegel da hinten, ja, das kenne ich von ganz vielen Frauen. Die haben so einen Spiegel und da machen sie immer dreckige Sachen mit dem Spiegel. Warum hast du aber so einen Spiegel? Oh, oh, oh. Ich mag das nicht, Speiche auszutauschen. Aber Füße lutschen ist mein Ding. Moin.
Die haben gekifft! Hä? Die haben Drogen genommen! Nein, ich wichse nicht mit dieser Qualität. Gib mir mal eine richtige Kamera. Bitte stopp. Willst du sehen? Also ich meine jetzt nicht mein Lümmel. Findest du Swift so lustig? Also, to be honest, manchmal fühlt er sich ein bisschen zu sehr. Hallo? Ja, ja, immer schön die Füße verstecken. Ja. Aber Jace hört sich gar nicht so an wie Mädchen. Hallo! Hallo! Pick dich. Pick du dich? Pick mich? Nee. Macht Spaß, ne? Also. Schmeckt? Ja, salzig. Hast du Sporthose an? Ist das so Sportleggings? Also ich hab dich auf den Arsch geguckt, ich schwöre, hab ich nicht. Hab ich nicht. Nee, pass auf, ich bin pummelig und du bist dick. Das ist frech, dich jetzt besser dastehen zu lassen. Nein, das ist nicht frech. Ach. Also 20 ist dein Bodycon. Nein, nein. Also das Einzige, was ich bei Frauen schön finde, sind die lackierten Fußnägel. Bist du umgezogen? Also ich weiß ja, dass du umgezogen bist, aber es sieht schon wieder anders aus. Ja, ich bin umgezogen. Jedes Mal, wenn ich das sehe, ist anders. Ja, das weiß ich. Für dich würde ich mich auch ausziehen. W. The Win? Ich mag so. W Take. Weißt du, wie ich meine? Also, cool. Da bist du aber so. Warum bist du so frech, Digga? Habt ihr schon mal ein Nutella-Glas zu Hause aufgemacht und dann war da so ein Loch drin? Nein. Was meinst du? Nur weil ich da so reinsteche. Meine Nutella-Gläser haben alle ein Loch. Ja, wir haben auch ein Loch. Sogar drei. An der Schlucktechnik sehe ich, dass du dich auskennst. Tschüss. Tschüss. Isabeth. Wie heißt du eigentlich? Pascal. Tizi Pascal. Kannst mich auch Daddy nennen. Daddy. Oh! Sieht doch auf Insta, warum soll ich dich auf Snapchat jetzt noch haben? Ja, okay, aber da musst du mir auch Bescheid sagen. Mach ich. Ich habe keinen kleinen Finger mehr, das ab. Kann dir meinen kleinen Pipi-Mann hinhalten. Okay. Man muss halt auch anfassen. Das Arschloch spitzt ja. Ist ja nichts Unübliches. Aber spitzt bei Frauen die Mumu? Nee, tatsächlich nicht. Aber wieso nicht? Weil da es sogar im Winter warm ist. Da kann ich meine Hände da drinnen wärmen. Danke. Ich habe mir schon mal aus Versehen ins Auge gespritzt. Ey, sympathisch. iPhone 15. What? iPhone 15. What is 15? iPhone. 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 Wait, what? Fuck you. Also, no joke. Also jetzt nicht, weil ich will, dass du das so weißt, wie ich meine, aber gibt es sowas? Kann man sowas eigentlich essen? Na gut, die können halt hier den Schwanni hinten verlieren. Oh ja. Oh ja. Jetzt weiter. Nötig. Hallo? Ich studiere Medizin, hallo. Wo studierst du Medizin? Münster. Jetzt weiß ich, wo du bist. Jetzt hast du mich extra überfahren in Münster. Ich hab dich überfahren? Nein, ich lass mich jetzt extra überfahren, damit du mich anfassen kannst. Aber wie kommt jetzt jemand drauf, dass ich verheiratet bin? Weiß nicht, hast du einen Ring am Finger oder so? Also, tut mir leid, aber Digga, wie viel sollen die verheiratet sein, Kollege? Vier. Oh mein Gott. Warum traust du dich jetzt auf einmal so drauf? Davor bist du auch immer da mitgegangen, also. Also, ich habe die Maske eigentlich nur getragen wegen ganzen hier. Ich habe mir so, okay, ich kann aber auch einfach eine Brille. Oh, jetzt gefallen mir die ist eigentlich nett, jetzt kann ich auch immer so drauf, wa? Also, niest jetzt mal Real Talk sich aus wie eine Mami, oder? Ach so. Das Wort. Warum ist es unterschiedlich? Weil ihr zwei verschiedene Väter habt? Ich hab von meiner Mutter aus Fußtraum. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Ja, guck mal, wir haben beide die Augenbrauen von unserer Mutter und sie hat bei unserer Mutter die Nase und ich hab die Nase von meinem Vater und aus dem Vater. Die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Also hat dein Vater einen kleinen. Euer Vater, jetzt bin ich selber. Jetzt. Das ist mir ein bisschen zu nah an deiner Bitte, ich will nicht hetero werden. Ich glaube, wenn du schwul bist, dann schaffe ich das nicht. Alles ist möglich. Ich kann dir den Becken schrubben. Ich schüttel den dann, ich mach den wie so ein Propeller. Schleuder den so ein bisschen. Ich muss ihn so schleudern. Du hast ja richtig Kraft im Arm. Normal, ich hab Speckarme hier. Ich kann den Kletten damit. Alter, geil. Ordentlich. Meine Vorhaut hängt auch. Das muss das. Warum machst du da eine nackte Frau? Das bin ich. Ja, du hast recht. Du hast recht, das ist genauso auch. Aber hast du mit deinem Freund schon so mal aus dem reingerutscht? Ja, aber das war nicht schön. Das war Aua. Achso, nein, ich meine jetzt nicht. Ich meine jetzt so allgemein.
Was so weh. Mhm. Was? Mhm. Das Herz. Was damit? Slay. Wir machen 50-50 mit den TikTok-Einnahmen. Ehrlich? Oha, das ist ja gut. Ja, dann bin ich dabei. Muss aber auch streamen halt, ne? Ja. Super. Ja, ey. Ja, dick und doof geht doch. Was soll denn das jetzt heißen? Wie gemein. Ich meine mich. Halt die Fresse. Sucht ihr beide die Oberstufe? Nee, sie nicht. Was machst du? Was macht sie? Also sie geht 10. Deswegen das mit den hinterhängenden Kopf. Jetzt verstehe ich das Ganze auch. Ey, aber danach geht's für mich gut weiter. Ja. Milchtüten. Aber übelst du, Junge. Kann die bieten. Jetzt musst du auch deine Milchtüten zeigen zum Vergleichen. Nö. Das kommt komisch. Bruder, sie ist British, gell? Sie ist British. Du musst ein bisschen Englisch sprechen mit ihr. Ja, ich kann nicht Englisch reden. Als ob du kein Englisch kannst, Mann. Du bist TikToker, Digga. Ich weiß es doch. Ich hab dich schon auf das TikTok gesehen und auf YouTube. Show me your t-s. No! Warum seid ihr jetzt so? Ich hab instant auf der geschossen, tut mir leid. Du bist der Stern, kannst du mir einen runterholen? Nein. Okay. Ja, ich bin auch schwul und hab ein. Ja, ist doch geil. Bin ich ein Arsch? Oh, oh, sorry. Wow. Ja, das sage ich, wenn du deinen rausholst, sag ich auch, wow. So groß, so kräftig. So einen kleinen Slap auf den Arsch gegeben. Geil. Oh, da kommt ein Schwein. Und ich dachte, ich bin das dicke, die dicke Sau. Denkst du, der kommt mit zwei Frauen klar? Eine ist schon stressig genug. Nee, deswegen hast du dir einen Mann gesucht, oder was? No. Du willst, wie ich mein. Nee, ich lieb einfach, ich lass mich aber gerne in den A- Oh ja, guck mal, die mag das auch. Die hat schon nach oben geguckt. Oh, ich auch. Wie viele Leute sind bei dir im Stream? Das weiß ich nicht, das sehe ich nicht. Da schaue ich nicht drauf. Das ist so für die, weißt du, man darf da nicht so drauf achten. Man muss immer sein Bestes geben. Würde auch für unsere Beziehung das Beste geben. Passt nicht. Weil das ist nämlich zu klein. Hast du dir die Hand beim Runterholen irgendwie weggeknackst, oder? Ich mache Friseurausbildung, deswegen muss ich da halt nur so immer wicke und... Ja. Ja. Nein! Wie groß war er, fragt jemand, aber da... Nee, darüber reden wir nicht. Der war schon klein. Wie, der war so? Der war irgendwie so. Der war so ganz mini. Der war halt noch jung, ne? Ja! Willst du mir jetzt wirklich sagen, dass das mini ist? So bin ich vielleicht nicht. Dann mache ich immer das und dann nehme ich meine Kamera und mache die ein bisschen weiter runter. Und dann sieht man so richtig. Aber meiner ist zu klein. Meiner auch. Dann passen wir ja zusammen, ich oder? Auch. Wirst du oft von Typen angemacht, weil du rothaarig bist? Nein. Warum nicht? Ich werde oft von Typen angemacht, weil ich rothaarig bin. Schon wieder! Hab ich dich erwischt! Das ist ohne Nikotin. Das ist nicht gut. Warum ohne? Bist du schwanger? Nein. Das wäre aber lustig gewesen, hättest du jetzt ja gesagt. Nein. Willst du schwanger sein? Nein! Ich will nicht so ein wie mich haben. Mir hat gerade eine Dame gesagt, dass sie einen Typen, einen dicken, haarigen Mann, ihren Fuß gezeigt hat und er irritiert ist. What the flip? Digga, what? Ich war der alte, haarige Mann. Oh! Nein, war Spaß. Du bist bestimmt auch was Besonderes. Was soll denn das jetzt heißen? Also meine Eltern haben das zu mir gesagt früher. Oh, jetzt nicht mehr? Die sind tot. Oh, mein Bein. Wenn das jetzt ein Witz ist. Ist es. What? Wie du noch lachst, Digga, ist das krank. Du willst mich erst mit wieder machen und jetzt lachst du. Reicht, ich mach doch so Geld, hä? WTF, warum soll ich jetzt Comedian werden? Könntest du ein Abklatscher von Kristall werden? Weil er dick ist und ich auf Sommer, warum bist du so gemein? Nein, mein nein. Gott, der fickt wie gemein. Soll ich mir wieder Nägel machen? Nö. Warum nicht? Nägel tun weh im Popoloch. Boah, Alter, direkt schon 582 verloren. Bist du jetzt Fame? Ja. Jetzt sind noch 580. Jetzt haben wir gerade zwei direkt wieder entfangen. Weißt du, was gottlos bei mir war? Pferdesalbe im Nacken zu haben, weil das soll ja irgendwie so Verkrampfungen und Schmerzen lösen oder so. Also was besteht die Pferdesalbe? Ja, ist halt eine Salbe für Pferde, keine Ahnung. Oder ist das von Pferden? Nein, das ist ekelhaft. Warum denkst du das? Das ist das beste Produkt, was man sich in die reinschieben kann. Dich. Was arbeitest du? Augenoptikerin bei vielen. Du dürftest meine Augen anfassen. Auch alles andere. Also. Ja, bei mir hat 50 cm Schnee oder so, ne? Die hätte ich gerne in der Hose.
Aber ich sag dir, Franzosen konnten das, weil die wurden sofort eingenommen. Also ist deine Schwester auch einnehmbar? Ich weiß nicht, wie du heißt. Maya. Maya. Und einen Spruch muss ich bringen. Maya, leck mir meine Eier. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Du? Achso. Ich auch. Ausgehen. Achso. Ja, ja. Ich auch. Wir waren zusammen. Fährst du Quad und so und so? Ja. Krass. Aber anstatt du auf den Quad reitest, kannst du ja auf mir. Nein, bitte sag so. Ich komme nach Hause, war so mit meinen Jungs draußen, ich denke mir so nichts Böses. Ich gehe hoch, ich höre nur wirklich, ich weiß nicht, was es war, aber es war mehr als... Da wurde in Frankreich einmarschiert, sagst du? Ich sag's dir. Da wurde die Fahne reingesteckt, jetzt ist das ein anderes Wort. Was mach ich mit deiner... Warum lässt du jetzt? Tu ich nicht. Oh ja, das ist gut. Ich mag auch. Also wie viele Piercings hast du? Lass mich zählen. Zähl. 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Bauchnabel 19. Okay. Ich hab nur gewartet, bis du auf der zeigst. Alter, Titten. Hallo. Ich hatte andere Sachen im Angebot. Ich schlafe in Minecraft-Bettwäsche. Ich habe einen überdimensional großen Lego-Kopf. Ich habe ein Minecraft-Schwert mit meinem Namen drauf. Ich habe einen dimensionalen kleinen... Weiß nicht. Ich bin weiß. Ich fick den Loch nicht. Alles gut, so geht's mir auch immer. Übermacht den Meister. Dein Ernst? Fix. Was? Mädelsabend. Ja. Nee, ich meinte einfach heftigen. Ach so, ah. Nee. Bist mal winken wie ein Dulli. Warum? Einfach so, keine Ahnung, ist mir gerade einfach eingefallen. Ja, jetzt will ich meinen runter. Ja, ich zieh mich jetzt aus. Nein! Du. Irgendwas muss doch noch mal was geraten. Klein Penis. Vertraust du mir, dass ich einen kleinen Penis habe? Ja. Aber der wird sich in dir ja aufbauen, also keine Sorge. Also, ich muss halt auf die Toilette. Ja, hier schon mal los. Also was? Du kommst da auf die Toilette? Natürlich. Kennt ihr Black Eyed Peas? Ja, 18. Jahrhundert. Ja! Ich glaube, du hast da was auf den Boden fallen lassen hinter dir. Ja, da. Ja, genau, an der Tür. Denkst du, du kannst besser bellen als dein Hund? Bell mal. Hey Siri. Hey Siri, gib mir dein Insta. Ah. Nein, Spaß, war ein Joke. Aber war so ein guter, weißt du? Ich hab voll die kleine Nase, ne? Ja, ich hab einen kleinen das passt. Wir kombinieren uns schon. Machst du die Zunge kurz raus? Warum? Keine Ahnung, ich will mir irgendwas vorstellen, was lustig ist. Und gescreenshottet, dann f*** ich nachher.